Hallo und herzlich willkommen zurück bei Firewatch. Ja, wir sind hier irgendwo mitten in der Pampa. Wir haben einen Rucksack gefunden mit einer Kamera und ganz vielen Seilen. Und jeder, der in der letzten Folge sich gedacht hat, Blindfisch. Ja, es tut mir leid, ich hab's nicht gesehen. Das dick und fett in der Mitte, dünne Rauchsäule. Ich hab das in der letzten Folge absolut nicht gesehen und deswegen melden wir das jetzt sofort. Weil wir melden irgendwie alles. I see a really thin plume of smoke. Yeah, I see it too. A thin plume like this is either a new fire or a campfire. Campfire? You think it's them? I reckon so. It looks like it's to the southwest of me. That's right. If you hike towards Five Mile Creek, that should put you in the neighborhood. Keep an eye on that smoke plume. Let me know if it's getting any larger. Will do. So, jetzt habe ich es auch gesehen. Und kapiert vor allen Dingen. Ich weiß nicht, warum ich das letzte Mal total übersehen habe. Ich habe keine Ahnung. Aber gut. Ende gut, alles gut. Wir haben Rauch entdeckt. Ist ja auch unser Job. Haben Rauch zu sehen, Feuer zu sehen. Um dann eingreifen zu können. Und ich wäre, glaube ich, gnadenlos durchgefallen, weil, ja, weil ich nicht so aufmerksam bin anscheinend. So, hier geht es nicht nach oben. Dann müssen wir, glaube ich, hier entlang, aber wir müssen eh Richtung Feuer. So, was sagt denn die Karte? Hier ist nämlich, wir können hier hoch. Und wir können hier hoch und geht es da unten auch weiter? Suche die Rauchquelle. Ja, die ist da oben. So, wir sind hier. Können wir jetzt hier hoch und links? Das ist doch der Berg, da komme ich gar nicht hoch, oder? Wie kommt man da denn hin? Jetzt latschen wir mal kurz hier entlang. Ich weiß nicht so wirklich, wo ich hin soll. Ob es hier denn überhaupt weitergeht. Oh. Was ist das denn? Aber da gehen wir... Ah, Karte. Ja, ich gehe jetzt einfach mal hier entlang. Zaun melden. Hey, Delilah? What do you got? You found him? No, not yet. Why would there be a fence out here? Because sometimes hikers go ass over tea kettle when on a trail. So the Forest Service would put up a big chain link fence? A chain link fence? Yeah, it looks like it surrounds a huge area. Huh, that's weird. Do you think those girls could be behind this fence? Well, having once been an ornery young woman, the last thing I would do is climb a fence. Especially if I knew I was in trouble. I don't even know how I would get in. It's really strange that that's out there, by the way. Yeah, it's weird. Vor allem dahinter ist auch noch ein... Ach, da geht's dem... John Lake. Keine Ahnung. Ich habe manchmal so meine Probleme. Kriegt ihr ja wahrscheinlich auch mit. Ah, gerade mit so einem Namen. Ich habe doch keine Ahnung. Mensch. Gut, dann kommen wir hier anscheinend nicht rüber. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Wir müssen immer noch irgendwie da hoch. Ich sollte vielleicht auf den Kompass gucken, aber Kompass nützt mir auch nichts, wenn mir Felsen und Berge alles versperren. So, dann gehen wir mal hier entlang. Wir müssen echt bergsteigen. Oh, da hat es mal gebrannt, glaube ich. Oh je. Was höre ich da? Ist das einfach nur ein Busch oder der Wind? Oder gibt es ja auch böse Tiere? Ich meine böse Tiere, ich weiß ja nicht. Das sind ja keine Tiere böse in dem Sinn. Hallo? Da vorne ist ein Schild. Das macht Feuer mit Bäumen. Keine schöne Sache. So, Versorgungsstelle Region Torfa.
Da war mal gerade. Torofa geht's da lang. Okay, wissen wir auch. Ich möchte aber wissen, wie wir zu dem Rauch kommen. Was? Diese Geräusche manchmal. Was soll das? Oh, hier wachsen aber schon neue Bäume. Auch wie süß. Sag mal. Kommt uns ein Riese hinterher oder so? Was machst du, Spiel? Sei lieb. Ja, vielleicht hier. Ich möchte irgendwie, oder ich muss ja irgendwie da hochkommen, oder? I've had a hell of a time getting this fucking flapjack off his ass and out to repair that wire. Excuse me, flapjack? You know, like a loser, a chotch. I really don't, but I do now. Well, the next time you're at a bar and some banker steps on your foot so he can order his crappy martini, you've got just the name to use. Hey, Flapjack, why don't you wait your turn before I bounce your face off a dumpster? It's beautiful! Ja, wunderschön. So. Also, ihr wisst Bescheid. Wenn euch einer Flapjack nennt, dann ist das kein Kompliment. So, irgendwas ist hier doch komplett falsch, oder? Kann ich hier runterspringen? Nein, aber da vorne. Ich weiß nicht, wo ich hingehe, aber irgendwie muss ich hier auf den Berg hoch. Und bis ich oben bin, sind die schon wieder 10 Kilometer weiter weg. Und hinterlassen einfach nur ein paar Bierflaschen. Also sind sie die Teenager. Verdammt schnell. Ich könnte ja auch rennen, aber ich verlaufe mich auch schon mit langsamen Schrittes. Schon wieder klettern? Haben die Weiber auch Dinger? Das ist ja meilenweit entfernt. Ich dachte, das ist hier. So. Genau, da ist zu, da ist der Zaun. Ja. Müssen wir hier runter. Dann sind wir wieder im Sander Canyon. Was rein zufällig gedonnert hat, als wir da durch sind. Rein zufällig natürlich. Und runter mit uns. Immer Richtung Rauch. Ja. So. Geht hier doch gleich weiter, oder? Canyon-Übergang. Ach, das haben wir letztes Mal durchgelatscht, glaube ich. Wow. I'm on top of a natural bridge out here. Really? Is it a complete arch? No, I guess the bridge is out here. Still, I think I could jump this gap to get across the canyon. Wow, you're a regular Evel Knievel. Oh yeah, you should see the jumpsuit I'm wearing. Sollen wir da ein Foto machen? Nein, nicht runter! Springen. So. Komm, wir haben eine Kamera. Wunderschöne Musik. Also wird's geknipst. Reicht. Reicht. Wie gesagt, wenn man da irgendwas Bestimmtes fotografieren muss, dann habe ich es eh schon verkackt. Aber keine Ahnung. Ich hatte Lust dazu. So. So, dann schauen wir doch mal. Ob wir irgendwie in Reichweite von dem Rauch endlich mal kommen. Ich habe irgendwie nicht so das Gefühl. Hier wird es wahrscheinlich nicht hochgehen. Müssen wir außen rum latschen. Hier ist wieder eine Sperre. Das heißt, die Teenager dürfen da auch nicht durch. Es sei denn, sie haben
eine Motorsäge dabei oder so. Hüpf. Das war jetzt wieder ein weiter Sprung. Ja. Aber wir müssen ihn nicht melden. Das ist doch mal was. So, Two Forks und hier geht's zu dem See. Oh nein, das ist meine Kiste. Wer nimmt meine Kiste weg? Was haben die rausgenommen? Nichts. Müsli-Riegel. People just stuff these things with old food? That's how you get bears. Those boxes are bear-proof. I wouldn't worry about it. So, vorsichtshalber. Was habe ich denn jetzt gegessen? Ich wollte den noch mitnehmen. Mister, Mister. Ich möchte... Cage. Ich dachte, ich kann jetzt aktualisieren, aber anscheinend nicht. So, wer hat meine Kiste geöffnet? Und den Müsli-Riegel oder den Schokoriegel zurückgelassen? Hm. Wir werden es rausfinden. So, erstmal muss ich gucken, wo der Rauch ist. Dünner, dünner Rauch. Ja, ich glaube, wir kommen näher. Hier ist aber, glaube ich, Sackgasse, oder? Nee. Es gibt so viele Wege. Es ist so übel. Wenn man dann alles erkunden möchte noch dazu irgendwie. Ja, Entschuldigung, ich gucke nochmal auf die Karte. So, wir sind hier unten. Okay, das ist egal, welchen Weg wir gehen. Wir kommen überall hin, wo wir hinwollen. Na gut. Dann laufen wir mal den Bogen hier zum Rauch. Und wer die Weibsen sind dann schon wieder weg. Dann müssen wir sie zu Tode erschrecken. Das kriege ich sowieso nicht hin. Das ist aber nicht der Rauch. Nein. Es sind vielleicht gerade ein paar Felsen nachgerutscht. Wieso sind da Glocken? Windspiel? Schon wieder ein Windspiel? Wieso höre ich immer wieder ein Windspiel? Hm. Seltsam. Oder sind es die Kletterhaken, die gegen den Fels schlagen? Ich habe keine Ahnung. So. Ist immer noch dünner Rauch. Das ist schon mal gut. Können wir vielleicht eventuell den Waldbrand ausschließen. Abhang. Sehr steil. I'm back at the shale slide. You know, the one that nearly killed me yesterday? You ready to give it another shot? Ugh. Do I seriously have to? To get down to Five Mile Creek? Yeah, afraid so. It's quite a ways downhill from here. Ugh. Ich glaube, die meinten den Abhang und nicht das Ding hier. Na gut. Runter geht's. Du bist doch jetzt mittlerweile Klettermeister hier. Stell dich mal nicht so an. Und runter. Die Seile sehen wenigstens stabil aus. Oder? Bis es Ratsch macht. So, perfekt. Hast du gut gemacht. So, dann laufen wir mal weiter. Was anderes bleibt uns eh nicht übrig. Hey, Spiel. Was soll das? So. Wo ist der Rauch? In welche Richtung muss ich da? Da, direkt vor der Nase? Anscheinend doch meilenweit entfernt. Da geht's runter. Ich brauche die Karte. Ich, keine Ahnung. Ohne Karte wäre ich aufgeschmissen. Das ist aber eigentlich auch wieder egal. Nee, ist nicht egal. Hier geht's runter zu diesem Dingens. Und ich muss jetzt hier weiter da entlang. Halt. Ihr wisst schon. So, können wir mal ein bisschen Gas geben. Wir sind eh gerade die ganze Zeit am Sport machen. Dann können wir hier auch mal ein bisschen Gas geben, oder? Da ist ja schon wieder ganz viel Bier. Ist das nicht der See, wo wir letztes Mal schon waren? Ich bin verwirrt. Gib mir euer Bier. Nein, nicht wegschmeißen. Wir räumen auf. Wir helfen und unterstützen doch die Saubären hier nicht.
Ja, aber war das jetzt nicht die Wiese? Waren wir hier nicht schon mal? Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Ja. Das ist im Prinzip, glaube ich, die gleiche Stelle. So. Und das war die schöne Wiese, wo ich dann nicht zurückgekommen bin. Noch mehr Bier? Noch mehr Bier? Ich bin gerade so richtig gut im Bier aufräumen. Da vorne liegt noch eine Dose. Da, das haben wir schon ausgetreten. So, mitnehmen. So, eine Bierflasche, Bierdose nach der anderen. So, nicht wie mit dem Cracker. Einfach direkt selber essen oder dir einverleiben. Das wäre nicht gut. Aber wir sehen schon, die haben ihre Anziehsachen wieder dabei. Oder an. Ist auch besser so. Sonst wären sie nur krank. Und das können wir hier auch nicht gebrauchen. So. Was haben wir hier noch? Das Radio habe ich ja kaputt gemacht, hoffe ich. Deswegen gibt es hier keine Musik. Aber... ja, da sind wir wieder. Schwimmt da jemand? Oder etwas? Nö. Ich dachte, da hinten war gerade irgendwas aus dem Wasser raus. Keine Ahnung. Okay. Suche die Rauchquelle. Ja. Wo bin ich jetzt? Hier bin ich. Wo ist der Rauch? Ich sehe nicht mehr. Oder? Das ist jetzt aber... doch hier. Rauch. Müssen wir in die Richtung gehen. Das sieht doch immer so aus, als wäre der meilenweit entfernt. Wie soll ich denn da bitte schön hinkommen? Und auf den See schwimmen oder was? Da komme ich nicht durch. Komme ich hier irgendwie? Nee. Ich glaube, ich bin hier komplett falsch. Ha. Lass mich durch. Ich glaube, wir müssen woanders weiter nach unten gehen. Hier komme ich auch nirgendwo durch. Ah, das ist doof. Also warte mal. In die Richtung, da ist die Rauchquelle. So, wir gucken. Also... Campfire, mein Gott, da steht's ja sogar. Dann müssen wir hier den Ding noch runtergehen. Na gut. Also nochmal komplett zurück. Also ich dachte gerade, da ist ein Rucksack, ein grüner, aber da war einfach nur ein Busch. Man kann sich auch mal irren und vergucken. Können wir hier durch? Ne, ich glaube, wir müssen da runter. Ja. Wenn so viele Wege hat man nicht, aber es reicht um... ja, es reicht, damit ich mich verlaufe. Ist auf jeden Fall sehr, sehr toll. So, hier und jetzt gehen wir klettern. Mal wieder. Schnapp und runter. Irgendwann kommen wir zu dem Feuer. So, hau ruck. Machst du richtig toll. Bist schon ein richtiger Profi. Jawohl. Hey, Gute ist halt, wir können auch wieder zurück. Einfach dadurch, dass das Seil da ist und da bleibt. Vorausgesetzt, nicht irgendein komischer, unheimlicher Typ oder verärgerte Frau zerschneidet uns die Seile. Dann haben wir nämlich ein Problem. So, sehe ich den Rauch jetzt hier irgendwo? Nee, ne? Hm. So, jetzt müsste ja eigentlich hier unten der See sein. Also rein so vom Optischen. Aber ich kann mich auch täuschen. Eine Box, eine Box. Da guck mal rein. So.
vermissten Meldungen. Okay. Erstmal Karte aktualisieren. Dann machst du schön. So. Na, machst du auf. Vermissten Meldungen. How many hikers go missing in the Shoshone? More than none, unfortunately, with most of them being in this area. The thoroughfare, because it's so remote. Why? I found an old flyer for a missing hiker. It just got me thinking, that's all. Like how you said one day you were talking to the Goodwins, and then the next you weren't. Ned Goodwin didn't get mauled by a bear or stuck in a ravine. He was just a PTSD'd a-hole who dragged his son out to do a job and realized it was a bad idea. PTSD? That doesn't sound good. Yeah, I don't know. He was in the army. He was off. It's actually the saddest story. He was only discharged because his mother, Brian's grandmother, died. She'd been taking care of him, and Ned was the only next of kin. Damn. And you got to know Brian a little bit? Yeah. I talked to him way more than I'd talked to Ned, that's for sure. How was he at, spotting fires? Better than you. He actually liked to stay in the tower. Ja, ich sehe so manchen Rauch und sehe nicht, was es ist. Vermisstenmeldungen nehmen, lesen. Michaels, 31 Jahre alt, 1,89 Meter, 75 Kilo, kurze braune Haare, markanter Bart. Allgemeine Angaben, Mitchells wurde zuletzt am 3. Juli 1981 in der Nähe des Chonaysis Lake gesehen. Die erste Vermisstenanzeige wurde am 29. Juli 1981 von Mitarbeitern der Forstverwaltung erstattet. Der Vermisste kennt sich im Gebiet nicht aus. Letzter bekannter Aufenthaltsort, Mitchells, komischer Name, wurde zuletzt am Morgen des 3. Juli 1981 am Chonaysis Lake gesehen. Auch ein komischer Name. Angaben zum Fahrzeug, Ford F-250, Baujahr 1972, blau-weiße Lackierung, Kennzeichen aus Montana, 2807326. Haben Sie die vermisste Person gesehen oder mit ihr gesprochen oder können weitere Angaben machen? Kontaktleitstelle Shoshone, Staatsforst, Telefonnummer, Zahlen. Genau. Ja, mitnehmen. Da ist noch ein Bildchen von irgendjemand. Oh, schreck mich nicht so. Da ist nur Holz drin. Nur Kiefern, Zapfen. Einer. Ich schmeiß jetzt alle raus. Und haben die Eichhörnchen was zum Einsammeln. Und noch einer. Wo kullern die hin? Wollt ihr wieder in die Kiste rein oder was? So, machen wir wieder zu. So, ich soll den Rauch suchen. Das Feuer suchen, immer noch. Und bin darin total kacke. Üppiger Wald. Was machen wir? Melden wir das? Natürlich melden wir das. Boy, for as dry as it is this summer, there's an area down here that's lush. Oh, you must be talking about the Aspen Grove down there. Yeah, I think that's where I am. Those trees are actually one root organism. Did you know that? I didn't. Yeah, they share their water as a colony that can live for hundreds of years, even through fire. Can you believe you're actually getting paid to learn all of these amazing things? Also, by what it looks like on this map, you'll be coming up on a stream that should lead you towards where we saw that smoke. Ah, da ist der Bach. Wenigstens etwas, das ich jetzt sofort erkenne. Jetzt weiß ich noch nicht, überqueren oder? Ja. Oder da entlang laufen. Ist das nicht ein schönes Bild? Na, ihr wisst, was ich meine. Tada! Reicht. Eins reicht. Ich muss jetzt trotzdem auf die Karte gucken. Wo sind wir? Wo? Ach hier, meine Güte. Ganz unten. Also einfach dem Bach folgen und dann sind wir am Campfire. Gut. Genieß mal die Musik und laufen hier entlang. Einmal durch den Fluss hindurch. Und weiter geht's.
Das machen doch Wanderer, oder? Die Natur genießen, die Musik, die normal im echten Leben nicht läuft. Obwohl, vielleicht hat er ja auch Stöpsel drin. Wasserfall, melden! It's a really nice waterfall down here. Given those girls love a skinny dipping, I bet they're nearby. There's some cloth out here. It looks like it was torn from something. Strange. I'll keep looking around. Sackgasse? Ich weiß gerade nicht, wo ich hin muss. Mal wieder. Sieht aber auch aus, als würde es nicht weitergehen. Karte, bitte hilf mir. Ja, ich muss zurück zum Fluss und dann nach oben. Eigentlich total einfach. Ja, da. Das sieht man doch, oder? Bis auf ich halt. Mal wieder. Schön. Speichert. So, jetzt glaube ich kommen wir. Jawohl. Rauchsäule ist weg. Teenager sind weg. I see a campsite and it looks like they've got a fire. Is it them? That seems like it. I swear, they must have dragged 4 cases of beer out here. Track them down and don't let them see you. What a job this is. Erstmal austreten. Sicherheit geht vor. So, dann wird alles konfisziert. I have entered the teen zone. Oh, really? And where's that? It's the name of a magazine for girls. It's on the ground here at their camp. Und der ist bestimmt langweilig, deswegen melden wir auch noch die zweite Teenager-Schrift, Zeitschrift. Well, I found some dangerous hunks. What on earth are you... It's another one of those magazines. Er könnte ja auch gleich sein, dass das ein Magazin ist. Bier, melden. These girls have a full case of beer left here, a full case. Well, they're impressive little shits, I guess. That is some dedication. Kann man das nicht konfiszieren? Mitnehmen? Oh, das ist aber schön. War da ein Bär hier? Ja. Hat er euch gefressen? Some of their clothes are all torn up. That's not good. Tent looks like it's been through the shredder, which would explain that scrap I found. What could have done that? Like a bear or I don't know, it sounds crazy, but even a bull elk if it's off its rocker. Whatever did it, did not hold back. You've got that camera, right? It might be a good idea to get a few snaps, just in case. Yeah, good thinking. Ja, kein Problem. Ich bin Meisterfotograf. Beweis. Komm, Bier fotografieren wir auch. Und die Zeitschriften. Hier, Beweisfoto. Toll, oder? Nein. Ja, ich glaube, wir müssen den Gören jetzt noch irgendwie helfen. Hier ist alles zerfetzt. Schlafsack melden wir auch natürlich gleich. Und die Nachricht. Warte mal. Okay. You know, maybe I should take one of their sleeping bags as payback. At this stage, take whatever you want. Ja, dann räum mal das Bier auf. Geht nicht. Gut, Nachricht. Looks like someone left a note. Intriguing. Maybe you should read it. Okay, yeah. Let me know what it says. Hallo Psycho, hoffentlich bist du jetzt glücklich. Wir hauen ab und gehen zur Polizei oder so und erzählen ihnen, dass du dich am See an uns rangeschlichen und dann unser Zelt und unsere Sachen kaputt gemacht hast.
Und Töschen klauen ist echt pervers. Wahrscheinlich bist du ein Irrer, der mit seiner Axt Leute umbringt. Du wanderst so was von ins Gefängnis. Hoffentlich war es das wert, uns wegen ein bisschen Feuerwerktum anzumachen. Arsch. Ja, das war aber ich aber nicht. Also, am See schon, aber nicht euer Zelt. So. Oh, they're gone, for sure. Well, what's it say? Threatening to call the police because they think I attacked them. Oh my god, well, did you? No, well, hey, I didn't do this, okay? Someone or something went to town here, but it wasn't me. Because I told you to scare them, not assault them. Yeah, I took their whiskey back at the lake, but that just felt like, I don't know, the cost of doing business. That's different, okay? And I don't blame you. This is, I don't know, weird as hell, but it wasn't me. It's okay. I believe you. Weird stuff happens in the woods. It could be other campers. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know, but they're gone. There's no way to call the cops. They're not coming back, and we can get to work. I'd really like to start enjoying a quiet summer. Yeah, me too. Tag 3. Wir haben da nichts gemacht an dem Zelt. Oh. So unten nach Brettern für das Fenster. Ja. Würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Ich bin irgendwie froh, dass ich nicht zurückklatschen musste. Hey, Henry? Ja. Ja. What do you look like? Wunderhübsch. Why are you asking? Because I'm horribly superficial. Well, I get confused for Burt Reynolds all the time. Oh, is that so? Women say that we have a similar musk. Uh-huh. Hey, you asked. Okay, well, that gives me a good start. Now let's see. In my scope, I can only tell you're a white guy wearing shorts. It's hot. And maybe, by the way, I'm not white. It's not very, you know, PC or whatever they say. Oh my god, you are the whitest man. Wow. I don't need a spotting scope for that. And if not shorts, then what do you normally like to wear? Clothes. I don't really think about it. Oh, come on. I got a sweatshirt I like. Good jacket I got at the Buckle Barn. Ooh, I love the Buckle Barn. Just one of those brown ones, you know? I do. Now tell me about your face. I'm looking at you across the bar. What do I see? A pretty thick beard. Oh, have you always had a beard? For a while, yeah. All right, perfect. I want to know about your eyes. Get out of here. I'm drawing you. I need to know. Your what? Is that okay? Don't answer. I'm gonna do it regardless. Fine. Your eyes, tell me. They're happy, I think. I mean, I've been told they look happy. Aww. Look, I don't know how to describe eyes. Happy is good. That's good. Okay, got it. Thank you, Henry. You get what you need? Absolutely. Ich meine, wir hätten ihr hier auch ein Foto schicken können, wie unsere Julia uns gezeichnet hat. Daher weiß ich halt, dass der einen Bart hat. Und nicht gerade aussieht wie Tom Cruise. Genau, wir sollen unten Bretter holen, aber wie gesagt, das machen wir in der nächsten Folge. Ich finde die zwei immer noch super, super cool. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.